Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich hier vom Battleground. Ich bin hier auf der Shooting Range, auch bekannt als Time Trails. Was mache ich hier heute? Ich mache heute das versprochene größere Testvideo zur HDX. Warum hier und nicht auf der Area, wie versprochen? Weil ich schlechtweg hierzu gekommen bin. Und viele tausend andere Gründe, die es jetzt verhindert haben. Darum mache ich das große Testvideo jetzt hier. Und das auf der Area holen wir nach. Es gibt ja noch viel anderes zu tun. Oh, ich muss mit der Sonne aufpassen. Ja, heute in bester Vlog-Manier, weil ich mein Stativ vergessen habe, wie der letzte Idiot. Aber kriegen wir hin. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich stelle euch mal dahin. So. Also Feuertempo ist gut, das haben wir letztes Mal ja schon gesehen. Präzision sieht auch gut aus. Allerdings war das die kurze Strecke. Gehen wir mal auf die lange. Beziehungsweise die mittlere. So, jetzt ist er leer. Jetzt kommen wir zu einem anderen Kritikpunkt, den ich letztes Mal hatte. Schnell laden im Feld. Ist in der Theorie möglich, aber da die Kugel da nicht so wirklich rein will, ohne diese Führungsschiene, ist das wirklich schwierig. Also mal eben schnell noch mal 10 Kugeln reindrücken, ist da nicht so wirklich drin. Kannst froh sein, wenn du 2 reinbekommst. Das habe ich, glaube ich, eh in Doppelload gemacht. Also ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, waren 4, die einer auf einmal reingeladen hat. Aber mehr ist da nicht drin, darum ist erstmal fix zum Nachladen gehen. Und dann schauen wir mal auf die Langstrecke. Ich glaube, es sind 15 Meter gewesen. Aber das sehen wir dann gleich. Ich sehe das jetzt nochmal. Einfach geht es trotzdem nicht, aber auf jeden Fall deutlich besser als mit ohne. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich habe kein Mikrofon dabei. Aber dafür liebt der mein Kanal ja, für meinen rustikalen Stil. Na, mit dem Zeigefinger geht es einfacher als mit dem dicken Daumen. Na, das war's. Okay. Jetzt wieder aufpassen beim Ding rausspannen. Jetzt ist ein bisschen mal einen recht einfachen Trick, um das zu vermeiden. Kleinen Finger hier rein, Kugeln festhalten, rausziehen. Pickel wieder vorschieben und schon fliegen sie einem nicht um die Ohren. Gehen wir doch mal auf die Langstreckenbahn. Wieso ist der Zoom eigentlich gerade so am Ausrasten? Das ist echt weit weg halt, damit ihr nicht zu viele von dem Elend sehen müsst. Ich hab mal keine Hoffnung, dass ihr was trefft. So, schauen wir mal. Oh Gott. Ja, hat man schon gesehen, da reicht die Reichweite nicht mehr so ganz. Das wird schon deutlich schwieriger. Nochmal, ob ich das große Ding da hinten treffe. Das kann man ja fast nicht verfehlen. Naja, oder doch. Machen wir mal auf einen auf Einzellader. Oh, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Das Rekorde stelle ich hier keiner auf. Ah, na, endlich! Nach 4 Säcken USPs. Schon wieder leer. So. Was kann man noch sagen zu dem guten Stück? Also, zum einen ist es natürlich von der Zuverlässigkeit her super. Die Reichweite lässt halt entsprechend zu wünschen übrig, weil sie läuft nur auf 220, was ich maximal gemessen habe. Ich habe es davon einigen gehört, die mit der deutschen Version fast 300 geschafft haben, aber ob das so stimmt oder ob das wirklich die deutsche Versionen waren, die vielleicht versehentlich eine andere erwischt haben, falsch gelabelt oder so, keine Ahnung, kann ich euch echt nicht sagen. Aber vielleicht hat auch der Chrono gesponnen, ich habe es jetzt mit ganzem Magazin gemessen zu Hause.
und bin immer so auf 2.10, 2.20 gekommen mit den USPs, also läuft sehr gut. Zuverlässigkeit ist super, hat die Probleme gemacht. Was braucht man, damit es zuverlässig bleibt? Reinigung. Darum immer aufpassen. Hier jetzt natürlich hier draußen mit ganz viel Dreck und Staub. Aufpassen, dass nichts in die Kammer kommt natürlich. Damit einem hier drin nicht alles irgendwie verschmiert. Ansonsten sauber machen mit dem Lappen. Ich empfehle grundsätzlich keine Paint, auch keine Macfield Paint. Die ist einfach zu weich für das Ding. Die euch da drin platzt, auch wenn es bloß im Lauf dann ist, die Sauerei, das kriegt ihr einfach nicht gescheit sauber. Das ist leider pflegefähiger, Hilfe! Entschuldigung. Auf jeden Fall kriegst du halt nicht so leicht sauber dann, außer jetzt irgendwie ein Tuch durchstopfst oder sowas. Feder lässt sich ausbauen, wenn drin mal was wäre, ist kein Problem. Also das zu reinigen wird wahrscheinlich einfacher als das. Zum Reinigen kommt noch dazu, beziehungsweise zum Pflegen, Kartuschen. Gibt es ja die Ölkartuschen, beziehungsweise Pflegekartuschen von Walter, müsste es von Umarex aber auch geben. Die Kartuschen werden ja hier hinten eingelegt, ohne was wegzuschmeißen bitte. Eine zeigt nach unten, eine zeigt nach oben. Grundsätzlich empfehle ich euch, wenn ihr so eine Kartusche benutzt, legt sie nach unten ein. Eine einzige nach unten einlegen, nicht nach oben einlegen, weil das CO2 wird ja dann nach oben verteilt und geht zusammen nach unten wieder hier rein. Wenn ihr jetzt das Öl habt, dann saut ihr das ganze Öl hier durch und habt das ganze Öl hier drin und das war's dann. Und dann wird es halt irgendwann da reingeschoben, schließt das Ding leer und wenn ihr es dann aufmacht, habt ihr den ganzen Bart hier drin, das hat keinen Wert. Darum die Ölkartusche bloß nach unten halten, zweite hinten rein natürlich, normale. So halten, eine Weile, oder erstmal so hinstellen eine Weile, dass das Öl schön nach unten laufen kann in der Kartusche selbst. Dann anstechen, durchjagen, am besten alles. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel durchgeht, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wild. Hält auf jeden Fall einiges. Das waren jetzt insgesamt, im Video sieht man nicht alle jetzt, aber 3 Runden mit jeweils 16 Schuss. Und sie macht noch keine Anstalten, dass irgendwie das CO2 leer wäre. Schon gar nicht bei der Menge, die da drin ist. Denke ich mal, dürften über 50 Schuss locker drin sein. Ist jetzt aber nur eine Schätzung. Eine Sache will ich jetzt noch ausprobieren. Die ich im letzten Video erwähnt habe, wegen dem Reinfallen lassen. Okay, nicht schlecht. Ne, scheint tatsächlich eine Sicherung drin zu sein. Dass wenn man sie reinfallen lässt, es passiert einfach nichts. Ne, also man kann die ruhig reinfallen lassen. Tatsächlich Korrektur zum letzten Video. Passiert nichts. Was kann man sonst noch sagen? Gibt eigentlich nicht viel. Ist ein schlechter Markierer, funktioniert top. Das Spielfeld jetzt natürlich eher ungeeignet mit Einzellader. Kannst dich natürlich als Kurzstreckensniper versuchen, aber wirst du wohl nicht glücklich. Aber ansonsten, gerade für jetzt, wie ich schon mal gesagt habe, für LARP-Events, für Home-Defense natürlich, für so das Battle Royale-Zeug, wie das von der Pretorio, wo man ja seine Munition einzeln findet, da kann man das mit dem Einzelladen dann noch machen. Muss man sich halt klar sein darüber, dass man dann halt immer nur einen Schuss drin hat. Aber ansonsten jetzt. Gerade für so einen Vogel wie mich ist die halt super und so teuer ist sie jetzt auch nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da kriegst du für wesentlich mehr Geld wesentlich schlechtere Sachen. Das ist halt, man kennt es, wir machen es alle lang genug. Für alle Anfänger, sagt mal die alten Hasen, die erzählen euch Geschichten, da zieht euch die Schuhe aus. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende, wenn ihr schon habt, ich noch nicht so ganz. SBG steht an, Vorbereitung, heißt viel Arbeit. Wenn ihr das seht, ist es schon vorbei. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.